Willkommen, liebe Zuschauer, liebe Fußballfreunde, Fußballherz, was willst du mehr? Zwei Top-Mannschaften, die sich hier gegenüberstehen. Auch wenn es um nicht viel geht, dieses Duell kann man sich immer anschauen. Wir dürfen sicher sein, wir erleben hier heute Fußball auf ganz hohem Niveau. Und wenn sich die beiden Teams neutralisieren sollten, dann geschieht das mit Sicherheit auf einem Level, von dem wir sagen, ja, das ist mit das Beste, was der Fußball zu bieten hat. Das Spiel läuft. Auf ein Wort, Hansi. Wer ist für dich der wichtigste Spieler auf dem Platz? Ich lege mich mal auf Antoine Griezmann fest. Ein überaus produktiver Flügelspieler, der immer wieder nach innen zieht und durch sein Tempo Räume schafft für die Mitspieler. Er könnte Mann dieser Partie werden. Ja, auf den hätte ich auch gesetzt. Und ich bin mir sicher, die Fans sehen es ähnlich. Mateus Nunes. Hat unglaublich viel Zeit und Platz. Weg damit. Das ist Cristiano Ronaldo. Da ist Rafael. Tor für Portugal. Was für ein Auftakt. Einfach mal Langholz. Griezmann. Es geht über die rechte Seite. Die Hereingabe von Klose. Mateus Nunes. Und jetzt João Cancelo. Rafael Leão. Cristiano Ronaldo. Ab auf die linke Seite. Freistoß für Portugal. Keine Verwarnung. Der Unparteiische belässt es gerade noch so bei einer Ermahnung. Das war die letzte Möglichkeit, ihn zu bremsen. Sie waren offen und anfällig und einer musste sich opfern. Er hat's getan. Und der Schuss aufs Tor. Nuno Mendes mit der Hereingabe. Erstmal raus damit. Rafael Leão. Jetzt versucht er Raum zu gewinnen. Mateus Nunes. Mateus Nunes. Da kommt die. Gut hochgegangen. Richtig kontrolliert. Ja, sie haben das prima gemacht. Sie sind in den 16-Meter-Raum gekommen. Die Flanke kam gut. Die Chance allerdings wurde vertan. Das muss beim nächsten Mal besser werden.